Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir haben ja in der letzten Folge die Mission Die Gesetzlosen abgeschlossen und machen heute weiter. Und zwar sind wir hier wieder hier in Joey Ray's Bar. Und zwar in der Kolonie Masara um 12.41 Uhr in Joey Ray's Bar. So, wir haben ja letztes Mal schon mal die Nachrichten angeguckt, haben uns aber diesen Schädel noch nicht angeguckt. Wie ist das so, gegen die Zerg zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zerg sind, Tykers. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Ja, das glaube ich ihm gern, dem Rainer, dass die Zerg da durchaus Angst verbreiten. Die Markermacht hat man, glaube ich, auch noch nicht. Oh Mann, hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Naja, ob es Spaß ist, Menschen zu erschießen. Na, ich glaube nicht. Wir haben hier noch Freiheit. Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tykers, oder? Nein, war nur Spaß. Ja, Tykers ist mir irgendwie auch nicht so ganz sympathisch. Was steht denn hier? Danke, Marshall Ra Rainer. Naja, hat wohl ein kleines Kind gemalt. Beziehungsweise soll so aussehen. Und dann haben wir noch Jagd. Haben wir auch noch nicht. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tykers. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Ich werde jetzt allerdings nicht ganz schlau daraus, was das für ein Teil... Also, genau, hier unten ist der Mund. Und dann geht's da irgendwie weiter. Naja. Ah, 2. jährlicher Hydralisken Cup. 1. Platz, Baby. So, ihr seht, die Marke können wir uns dann noch anklicken, aber es ist kein Schriftzug mehr dabei. Das heißt, ich klicke nochmal auf Tykers, das scheint es auch noch was Neues zu geben. Wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Ja klar, großer Freund der Wissenschaft. So, so. Dann bleibt uns jetzt hier in der Bar eigentlich nur noch die Nachrichten. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donny. Rayner weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte. Ja, das haben wir schon gesehen. Bleibt uns jetzt also wirklich nur noch eins zu tun. Ich tippe mir nochmal auf Rainer. Was ist das denn für ein Gesöff? Der allerdings mit uns wohl nicht so richtig sprechen möchte. Also, schauen wir uns die nächste Mission an. Was haben wir denn? Jetzt, da das Artefakt sichergestellt ist, müssen Sie an der Backwater Station auf den Abtransport warten, bevor Sie Masara verlassen können. Transporter sind bereits auf dem Weg. Vorsicht ist angeraten. Sicherheitskräfte der Liga könnten das Artefakt bis zur Station verfolgen.
Okay, das heißt, wir sollen bis zur Rettung aushalten. Gib 55.000 Credits. Und wir erhalten dafür den Bunker, in den wir 4 Infanteristen reinschicken können. Das heißt also Marines, Sanitäter und auch die Infanteristen, die dann später noch dazukommen. Und die Bunker halten doch schon einiges aus, glaube ich. Auf jeden Fall mag ich sie. Unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Ich hätte es wissen müssen. Zum Teufel, Tykers! Ich schwör's, Mann. Ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren derzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lang wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Das wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg, Tykers. Okay. Das heißt, die Zerg kommen auf uns zu und wir versuchen einfach, sie uns vom Leib zu halten. Naja, könnte wahrscheinlich eher nicht so einfach werden, aber wir haben ja schließlich den Schwierigkeitsgrad normal gewählt. Insofern, es sollte eigentlich kein größeres Problem sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir werden ja sehen, was dann abgeht. Vor allem, wie viele Zerg kommen und wie wir uns schlagen. Ihr sammelt alle mal Mineralien und bauen wir gleich mal 5 Stück. So, was haben wir denn hier? Ah, ihr 4 geht gleich mal hier rein. Und ihr 4 geht hier rein. Haben wir noch 2 weitere Bunker? Ich hoffe, die brauche ich nicht. Reaktor, Bunker. Was hast du? Geh mal her. Und bau mal einen Bunker. Und zwar hierhin. Und direkt danach baust du einen Bunker. Hierhin. Ja klar, Überstunden. Was hast du denn gedacht? Was nicht passt, wird passend gemacht. Raffinerie. Wollen wir gleich noch eine Raffinerie. BBF einsatzbereit. Dann bin ich mal gespannt, wann und wo die ersten Zerg auftauchen. Ah, da haben wir Mineralien- und Gascontainer. Weitere Kornisten. Also da gibt es bestimmt noch weitere Missionen, die dazukommen. Ah, ein Mogel, kein ATV. So, so. Also ich habe jetzt gerade eben Space gedrückt, nachdem der BBF gesagt hat, BBF bereit. Ah, auf der falschen Seite angefangen mit Bunkerbau. Da kommen sie. Durchladen und entsichern. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob die überhaupt aus dem Bunker hinkommen. Sieht aber nicht so aus. Ah, doch einer. Ja, es ist halt, je mehr es sind, desto näher werden sie natürlich auch rankommen. Aber noch ist es ja eigentlich recht gemütlich. Ihr geht auch gleich mal hier rein. Ihr geht da rein. Ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Was wichtig ist? So, ihr 2 holt Gas und Zecklabor gibt die Sanitäter. Bauen wir hier mal eins. Und hier bauen wir den Reaktor, oder? Wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns. Da oben sind ein paar Jungs. Da haben wir auch noch. Okay, aber bevor das passiert. Ja, ist ja gut. Ich brauche. Ihr braucht mir nicht anzeigen, dass das Bunker leer ist. Das weiß ich doch. Und es ist ja auch. Soll ja auch so sein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Dann hole ich die Jungs gleich mal ab, wenn ich 10 oder 15 Space Marines beisammen habe.
Erforschen kann ich hier nichts. Ich könnte andere Gebäude bauen. Ich könnte einen Maschinendock bauen. Erweiterung fertiggestellt. Bauen wir doch mal einen Maschinendock. Aber sicher! Nicht genug. Okay, hier kann ich jetzt also direkt zwei Einheiten gleichzeitig ausbilden. Oh, es geht weiter. Nächste Welle kommt. Haben wir Hydralisk und die kleinen Dinger sind Zerklinge. Losgeladen und entsichert. Bereit machen, Jungs! Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit, verdammt nochmal, jetzt! Flugeinheiten? Wo kommen die denn her? Beziehungsweise wo gehen sie denn hin? Na? Wo sind denn jetzt die Flugeinheiten? Benötige weitere Depots. Basis wird angegriffen. Okay, dann schicke ich mal ein WBF darunter zum Reparieren. Benötige weitere Depots. Ja, ich weiß doch. Und du baust mal ein paar Depots. Und zwar hier eins. Und dann direkt nebendran nochmal eins. Und mit den Jungs gehe ich jetzt einfach mal raus und gehe da hoch. Und zwar mit dem Angriffsbefehl. Der ist fit, der ist auch wieder fit. Gut, dann kannst du ja wieder Mineralien schürfen. Ah ja, okay. Zerg können sich eingraben. Konnten sie ja auch in Teil 1 schon. Aber zum Glück können die kleinen Zerglinge eigentlich gar nichts. So, die können jetzt auch mehr. Sehr schön. Dann gehe ich doch mit denen auch gleich mal hin. Und hole mir noch diese Mineralien. Ein Depot ist fertig. Benötige weitere Depots. Nicht genügend Mineralien. Boah. Komm schon, mach das Depot fertig. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Nicht genügend Mineralien. Ja, aber gleich wieder. Dann bau doch hier gleich nochmal eins. Komm mal auf eins. Oh, da ist einer, ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Aber es macht ja nichts. Mayday, Mayday! Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Wo denn? Ach, hier. Da wollte ich ja eh hin. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. Aber sicher. So, schaue ich doch gleich mal hier dann nach, was es denn hier so gibt. Was nicht passt, wird passen. Du schürfst. Halt, Moment. Warte mal, machen wir das mal so. Ich kann doch hier einen schönen Raketenturm bauen. Ja. Bauen wir doch da gleich nochmal einen hin. Hoppala! Ich könnte jetzt hier versuchen, die Brutstätte zu vernichten. Aber das lasse ich mal lieber. Denn ich muss ja nur warten, bis ich abgeholt werde. Und ich habe noch ein Rebellencamp zu retten. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Beziehungsweise ich weiß noch nicht, wo sie sind. Du baust gleich mal nochmal ein Türmchen. Und zwar hier hin. Die werden wahrscheinlich auch von hier unten irgendwo kommen. Ach, ich habe doch einen Maschinendock gebaut. Da grade ich doch gleich mal meine Waffen ab. Und danach gleich meine Rüstung. Da haben wir das Xel'Naga-Artefakt. Also auf dem Tieflader. Ach, ich habe ja schon einen Maschinendock. Dann kann ich das hier abbrechen und hier gleichzeitig erforschen lassen. Das habe ich gar nicht gesehen. Verband gefällig? Ah, naja. Wow, eigenerschreckt! Ich könnte mir hier auch nochmal kurz einen Bunker hinbauen. Dann stecke ich da nochmal vier Marines rein. Benötige weitere
weitere Depots. 1, 2, 3, 4. Zack, den haben wir nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Komm, bau noch ein Depot. Juhu, Überstunden. Und danach baust du. Basis wird angegriffen. Wo? Ja, du gehst mal hin, den Bunker hier reparieren, weil der hat schon ein bisschen was abgekriegt. Und den auch reparieren. Schlechte Neuigkeiten? Baust du hier ein Türmchen hin? Ich finde übrigens auch den Soundtrack bisher eigentlich recht cool. Klingt alles so ein bisschen westernmäßig. Während die da unten bauen, suche ich mal noch die dritte Rebellengruppe. Hier komm ich! Wie möglich, was ich hier sein könnte. Ganz kaum noch. Kommt noch was. Bereit, Mann. Nummer 4. So, und ihr Jungs, geht es trotzdem mal wieder hier hin, weil da liegt noch ein Stopp. Da sehe ich, habe ich da was Fliegendes gesehen? Habe ich doch einen Schatten gesehen, der da rumgeflogen ist? Oder nicht? Bau das Türmchen mal hier hin. Dann haben wir nämlich ja auch noch ein bisschen mehr Flugabwehr. Du reparierst dann gleich. Du bist fertig mit Reparieren. Dann bau weiter Mineralien ab. Brauche ich nämlich ganz, ganz dringend. Und ihr marschiert hierhin. Dranbleiben, Jungs. Unser Taxi ist auf dem Weg. Noch knapp 10 Minuten. Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön, das gefällt mir doch. Weitere Upgrades kann ich nicht machen. Ich bin echt mal gespannt, wo denn dann die letzte Rebellengruppe ist. Nein, da hoch will ich nicht, aber ich gehe mal hier hoch. Einfach mal um zu gucken, sind denn die... nein, da sind wohl auch keine Rebellen. In Ordnung! Wir brauchen sofort Unterstützung! Feindliche Einheiten überall um uns herum! Hört uns jemand! Ja, ich bin ja schon da, Jungs. Die Kavallerie ist da. Worauf soll ich ballern, Sir? So. Bonusziele haben wir alle erfüllt. Jetzt bringe ich meine Jungs wieder zurück. Hier rein. Aber sicher. Und dann sehe ich, dass die Zeit schon wieder deutlich drüber ist. Das heißt, ich gehe jetzt mal ins Menü, damit es nicht weiterläuft. Und ich beende die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch was. Bis denn.